Endlich wieder Urlaub. Doch allein die Reise wird für viele Deutsche in diesem Jahr zu einem Risikofaktor für Corona-Infektionen. Dichtes Gedränge, lange Schlangen an Flughäfen und übervolle Bahnen. Doch abschrecken lassen sich viele Deutsche davon trotzdem nicht. Ich mache meinen Urlaub so, wie ich den geplant habe. Also im Herbst wollen wir nach Dresden fahren mit dem Zug. Deutlich spürbar werden die steigenden Infektionszahlen wohl erst nach den Sommerferien. Denn dann könnte die Zahl der Krankmeldungen wieder ordentlich steigen, befürchten Virologen. Auf den Intensivstationen liegen ungefähr ein Drittel der Personen, wie wir sie zum Peak der Omikronwelle gesehen haben. Also immer noch Sommer, relativ entspannt. Und die wichtigste Sache, die man im Sommer tun muss, neben sich zu erholen und auch ein bisschen den Corona-Stress zu vergessen, ist für die Bundesregierung, sich auf den Herbst vorzubereiten. Denn die Herbstwelle könnte vor allem die kritische Infrastruktur treffen. Zwar seien die Intensivstationen von einer Überlastung noch weit entfernt, doch Personalengpässe sind ein wachsendes Problem. Wichtig daher, schon jetzt ausreichend vorzubereiten. Ab Freitag ist erstmal Schluss mit den kostenlosen Bürgertests. Die gibt es dann nur noch für vulnerable Gruppen wie Kinder unter 5 Jahren, Schwangere oder Besucher von Pflegeheimen. Alle anderen zahlen dann 3 €. In den Testzentren werden mehr unentdeckte Infektionen erwartet. Hier fürchtet man, dass die meisten sich überlegen werden, ob sie nicht auf diese Art von Kontrolle verzichten. Und schon wird natürlich auch die Kontrolle der Infektion schwieriger. Die Dunkelziffer wird höher. Die gute Nachricht, zumindest bei den Impfstoffen sieht man sich für den Herbst gewappnet. Moderna und BioNTech liefern positive klinische Daten zu den angepassten Impfstoffen. Die helfen dann auch gegen die Omikron-Sublinien BA4 und BA5.